Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld in meiner Lego-Stadt zu Update 259 heute schon. Und heute geht's wieder hinter den Bahnhof, nachdem wir das letzte Mal im Bahnhof waren. Und zwar möchten wir heute hier in diesem Bereich, wo gerade die Lok steht und hier auch noch alles relativ dunkel ist, dort werden wir heute Licht hineinbringen und wir werden natürlich auch hier weiterbauen. Hier wird einiges passieren, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und gleich zu Beginn erstmal Abrissarbeiten in Anführungsstrichen. Ihr seht, hier ist einer der Verteiler von meinem Beleuchtungssystem, von meinem Beleuchtungspartner natürlich, von Illuminate Your Bricks drin. Und der hat noch ein paar freie Ports und den kann ich jetzt nutzen, um nach rechts einen Connector zu legen, mit dem wir dann die Beleuchtung anschließen können für unseren Bahnsteig. Ihr seht, hier ist er schon eingebaut. Ich teste das Ganze immer gerne mal, bevor ich alles wieder zubaue. Denn früher ist mir ab und zu passiert, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwas Fehlerhaftes hatte. Und deshalb testen wir das Ganze jetzt erstmal und schauen, ob es geht. Es berührt sich und schon geht das Licht an, ist ein gutes Zeichen. Und damit können wir jetzt weiterarbeiten. Ich habe das Ganze jetzt wieder in so eine Säule eingebaut, damit das Ganze dann versenkt werden kann und wir eben das Dach vom Bahnsteig dann wegnehmen können, wenn wir es wegnehmen möchten, um zum Beispiel irgendwas machen zu müssen oder umziehen zu müssen etc. Und jetzt nochmal der zweite Test, auch mit der Säule, die gleich jetzt hier fixiert wird, funktioniert das Licht. Das heißt, der Stromkreis ist dann geschlossen und ich kann einfach dann später das Dach vom Bahnsteig wegnehmen. Bevor wir aber jetzt überhaupt irgendein Dach bauen können, müssen wir natürlich erstmal den Bahnsteig bauen. Dazu fangen wir jetzt erstmal an mit der Frontwand, sage ich jetzt einfach mal, die eben bei den Gleisen ist. Dann nehmen wir die gleiche Technik wie immer, die wir uns da überlegt haben in den letzten Wochen, Monaten. Und da kommt jetzt einfach eine 3-Stein-hohe Wand hin. Und dahinter kommt dann jetzt schon mal der Unterbau, um dann oben drauf die Plates zu machen. Hier ist es so, dass innerhalb des Bahnsteigs die Modulgrenze ist. Deshalb haben wir da auch eine Grenze, die mitten durch den Bahnsteig geht. Und deshalb bauen wir hier etwas komisch. Das Ganze sieht zumindest komisch aus, würde ich mal sagen. Vorne wird es in Dark Blue Square gebaut, damit wir dann vorne die Kante in der hübschen Farbe haben. Und auch nochmal, wenn wir hier diese geriffelten Steinchen haben, die dann oben drauf kommen, die eben der Blindenleitfall, fällt das Wort gerade nicht richtig ein, die Leitstreifen, das müsste das Wort sein, dass man die eben ordentlich sieht und nicht unten drunter irgendwelche bunten Farben sieht. Ihr seht auch da, wo es jetzt zur Tür geht, da ist es auch nochmal ein Dunkelgrau. Ansonsten nutze ich einfach alle Farben, die ich habe und günstig sind, um einfach einen Unterbau zu machen. Kennt ihr ja, macht man ja einfach, um Geld zu sparen. Vor allem bei so viel Unterbau muss man ein bisschen mehr Geld sparen. Ansonsten seht ihr, dass wir jetzt hier den vorderen Teil des Bahnsteigs gleich fertig haben mit den Fliesen. Und der hintere Teil kommt dann später noch im Teil dieses Videos. Vorne noch der weiße Streifen, dann haben wir die Optik, die man so typisch eigentlich kennt, auch von der Bahn. Und so sieht das Ganze jetzt im aktuellen Stand aus. Und ich habe auch auf dem Modul unten drunter jetzt schon mal unter den Gleisen alles soweit vorbereitet, dass wir jetzt nur noch die Schwellen drauf bauen müssen. Und dann sind auch die Gleise hier auf dem Modul fertig und nochmal ein ganzes Stück vorangekommen. Aber wenn wir jetzt gleich mal nach hinten schauen, dann seht ihr, wie weit es noch da hinten ist. Also das sind noch einige Sachen zu machen und vor allem haben wir noch ein paar mehr Gleise auf jeden Fall. Das heißt, das ist jetzt so ein kleiner Schritt nach vorne, aber wir haben noch viele, viele Schritte vor uns. Nicht heute, aber in der Zukunft kommt noch einiges dazu. Und jetzt seht ihr, wie die Schwellen draufgebaut wurden. Das sind jetzt einfach Teils, Viererteils und Einerteils im eben Light Blue Square. Damit haben wir eben diese Betonoptik, wie wir sie auch bei den anderen Gleisen haben. Und das macht auf jeden Fall schon mal einen riesen Unterschied. Ist ein bisschen eine Kleinstarbeit mit den Einmal-Einerteils, weil die natürlich immer ausgerichtet werden müssen. Deshalb bin ich auch froh, dass ich heute nicht so viel machen muss, wie damals, als wir den großen Teil, der jetzt sozusagen hinter uns, hinter Kamera ist, gemacht haben. In kleinen Schritten ist es okay, in großen Schritten ist es wirklich anstrengend und nervig. Aber darum geht es gar nicht. Wir haben jetzt hier das Ganze gleich fertig. Und dann können wir auch weitermachen mit dem restlichen Teil des heutigen Videos. Das heißt, wir arbeiten jetzt am restlichen Teil des Bahnsteiguntergrunds. Das ist ja wie gesagt auf dem anderen Modul. Da werden jetzt wieder Pfosten gestellt. Ist ein bisschen einfacher. Und darauf kommen dann jetzt gleich die Plates. Auch Richtung Tür kommen die dunkelgrauen, weil auch da ja wieder die Leitstreifen drauf kommen. Das würde ja sonst durchschauen. Und beim anderen nehme ich auch irgendwelche Farben, die ich habe. In dem Fall ist es gerade schwarz. Gab es damals ganz günstig. Der Leitstreifen ist vorne an der Tür ein bisschen breiter, wird jetzt gleich noch vervollständigt und dann fließen wir alles. Vorher platzieren wir noch 2x2er Plates dort, wo gleich noch die Pfosten hinkommen werden. Die haben einen bestimmten Abstand, habe ich gerade abgemessen, habt ihr vielleicht gerade im Speedbild gesehen. Und ansonsten kommen jetzt die ganzen Fliesen hin, noch ein paar Fliesen mit Noppe in der Mitte, damit wir später auch noch
ja, Figuren hinsetzen können oder hinstellen, besser gesagt, damit hier einfach ein bisschen Leben reinkommen kann. Heute kommen auch wieder einige Figuren hinzu und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt gleich fertig mit dem Austeilen, sage ich jetzt einfach mal, von dem heutigen Abschnitt des Bahnhofs. Und wenn wir schon dabei sind, fangen wir jetzt auch gleich an, die Säulen aufzubauen. Die sind ja immer abwechselnd, geriffelt, nicht geriffelt. Das ist die gleiche Optik, die ich aus dem Inneren des Bahnhofs damals übernommen habe. Und hier seht ihr auch schon der Anfang des Dachelements von heute. Das ist der hintere Teil, der dann gegen die Wand kommt. Also dort hinten, da seht ihr schon mal, wie es jetzt aussieht. Da kommt ja noch das Dach oben drauf, genau an der Stelle. Und damit habe ich das Dach schon mal angefangen. Und da nehmen wir die gleiche Optik, wie auch wir schon angefangen haben in den anderen Episoden. Wir werden noch sehr, sehr viele von diesen Dächern bauen, aber hier seht ihr erstmal auf dem Fall auf Gleis 1. Es ist ein bisschen anders als auf anderen Gleisen. Da kommen jetzt die großen Fünfer-Gläser drauf, also die Scheiben mit den Rahmen. Und da bauen wir auch wieder einige. Und gleich sind wir so weit fertig, dass wir uns gleich um die Beleuchtung kümmern können. War ja schon am Anfang des Videos ein Thema. Und hier seht ihr die Beleuchtung mit drei Striplights und die gelben Plates nicht, die nicht wichtig sind, die Markierungen, in denen die Säulen sind, damit ich weiß, dass die Lichter einfach mittendrin sind. Ich habe jetzt einmal zweier Plates das Ganze noch ein bisschen fixiert, die Kabel, weil die 15 cm Kabel vielleicht ein bisschen zu lang sind für das, aber so sieht man sie von außen nicht. Und jetzt kommen erst nochmal die Figuren dran, bevor wir das Dach draufsetzen, damit wir einfach dahin kommen. Hier seht ihr erst noch die Mülleimer, die habe ich schon mal vorbereitet, die werden jetzt hier hingesetzt, ist im Prinzip gleiche Spiegelung wie auf der anderen Seite des Bahnhofsgeländes. Und jetzt kommen die ersten Figuren, das hier, ihr seht es gleich, ist Gandalf, zumindest die Figur, ist aber im Sinne des Ganzen einfach einer, der auf dem Fantasy Festival war und jetzt wegfährt. Hier ist noch ein Arzt, der sich gerade eine Pizza geholt hat, hier haben wir einen Familienvater, der gerade noch eine Platte gekauft hat und dazu die Tochter, die sich über ihr Eis freut und dann haben wir hier hinten noch eine Dame mit Koffer, die gerade rauskommt auf das Gleis und ebenfalls mit ihrem Zug fahren möchte. Und hier haben wir noch einen Herren im Anzug, der eben auch aufs Ganze wartet. Jetzt sehen wir hier, was für ein Chaos sich hier zusammengebraut hat. Jetzt machen wir einen kleinen Magie und ihr seht, das ist alles verschwunden. Haha, toller Kameratrick. Ansonsten jetzt hier nochmal in Dunkelheit. Es ist ein bisschen überstrahlt durch die Kamera. Es ist nicht ganz so übertrieben hell. Jetzt wird es schon ein bisschen realistischer. Aber jetzt seht ihr, dass hier einiges sich verändert hat. Da werden wir in einer der nächsten Episoden nochmal Bänke und so weiter hinsetzen, damit hier noch ein bisschen Leben dazu kommt. Aber ich bin schon mal sehr zufrieden mit der Optik. Ich wollte einfach testen, wie die Optik aussieht zwischen Bahnhofsgebäude, hier der Schallschutzwand und eben auch dem Gleis, das hier sich teilt durch die Weiche und eben hier rüber geht die ganze Kombination. Und ich finde, das sieht auch ganz gut aus. Oben drüben sieht man auch das lustige Leuchten aus dem Plattenladen oben. Und man sieht man hier mal den Blick ganz rüber über das ganze Bahnhofsgebäude, wie viel das momentan aussieht. Es ist einiges deutlich beleuchtet. Wir haben noch viel, viel zu tun. Aber wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Und wir werden auf jeden Fall, denke ich, dieses Jahr noch ein ganzes Stück vorankommen. Ich habe immer noch den Plan, den Bahnhof fertig zu kriegen. Inzwischen habe ich das Ziel auch auf die Gleise ausgedehnt, nicht nur auf das Bahnhofsgebäude. Schauen wir mal, wohin es führt. Ich bin zuversichtlich. Ansonsten schreibt mir gerne aufbauende Worte in die Kommentare. Ansonsten schaut auch gerne in den englischen Kanal, da würde ich mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.